Ja, der September ist da, ihr Lieben. Im September, da stehen ganz, ganz viele wichtige Gartenarbeiten an. Denn schließlich kommt jetzt der Herbst. Meteorologisch gesehen ist er sogar schon am 1. September da. Welche wichtigen Gartenarbeiten ihr jetzt wirklich unbedingt erledigen solltet, damit der Garten gut auf den Herbst und später auf den Winter vorbereitet ist, das zeige ich euch jetzt. Ja, ihr Lieben, bei mir kann man es kaum noch erkennen, aber das hier sind meine Rosen. Die blühen nicht mehr, die treiben hier nochmal aus. Rosen blühen wirklich bis spät in den Herbst hinein. Und deshalb, ja, was muss ich hier machen? Hier ist eine andere Pflanze reingewachsen in die Rosen. Das heißt, die steht jetzt viel zu dicht und im Herbst ist es ja so, Feuchtigkeit macht sich breit und das ist natürlich für Rosen ja nicht gut ein Feind. Deshalb muss ich hier diesen Bonsai, den ich eigentlich ziehen will aus einer Birke, mal ein bisschen zurückschneiden, damit auch meine Rose wieder Luft hat. Gleiches gilt natürlich auch, wenn die zu dicht gewachsen ist, ja, oder zum Beispiel hier gelbe Blätter. Die gilt es jetzt zu entfernen, denn sowas kann dann Mehltau begünstigen, auch ja, wenn die Pflanze nicht richtig Luft kriegt mehr, beziehungsweise nicht mehr ausreichend abtrocknen kann, dann entsprechend kann sich Mehltau breit machen. Und genau das wollen wir verhindern. Deshalb schneiden wir solche Stellen ab und ja, sehen zu, dass die Pflanze eben nicht zu dicht zugewachsen ist und schneiden so ein bisschen hier das mal zurück. Ja, und auch der Rasen, der braucht jetzt Zuwendung im Herbst. Und zwar wird er nochmal gedüngt. Das kann man bereits im September machen. Mit dem Herbstdünger allerdings nur noch, nicht mehr mit dem stickstoffhaltigen Dünger. Wir wollen jetzt nicht mehr das Wachstum anregen. Wir wollen jetzt, dass der Rasen stark wird. Und hier ist viel Kalium drin, der kräftigt den Rasen und bereitet den eben darauf vor, dass er jetzt weniger Sonnenlicht bekommt und dass es kälter wird. Würde ich jetzt nicht gleich Anfang September mit anfangen, so Mitte, Ende September kann man das ganz gut machen, denn viele haben im August nochmal mit Stickstoff gedüngt. Der Rasen ist noch mit Nährstoffen erstmal versorgt und ja, wie gesagt, Ende September, dann, da empfehle ich dann hier einen entsprechenden Herbstdünger und dann den Rasen ja, auf den Herbst und Winter vorzubereiten. Ja, auch die Neuanlage von Rasen ist jetzt möglich und auch ja, Lücken zu schließen, entsprechend mit Nachsaatrasen. Neuanlage mache ich immer lieber im Frühjahr. Da steigen die Temperaturen, jetzt fallen die Temperaturen. Aber im September müsste man noch ausreichend Temperaturen haben und auch im Oktober noch, dass der Rasen anwächst. Eine zweite Pflanze, um die wir uns kümmern müssen, die auch viele in ihrem Garten haben, das ist hier zum Beispiel Dahlie. Damit die Dahlie lange blüht, ja, müssen dann hier so eine verblühten Blütenstände halt jetzt auch im September noch entfernt werden. Ja, die sieht auch schon nicht mehr schön aus, die machen wir auch gleich ab. Und dann investiert sie hier nicht in die Samenbildung Kraft, sondern in die Kraft, die Kraft investiert sie dann in die neuen Blüten. Wenn ihr jetzt in klimatisch ja, ungünstigen Gegenden wohnt in Deutschland, wo es vielleicht im Herbst auch schon mal schnell Frost geben kann, dann, ja, wenn sie im Topf ist, ab ins Winterquartier damit, beziehungsweise geschützt an der Hauswand vielleicht noch. Und wenn ihr sie frei im Beet habt, dann solltet ihr sie entsprechend ausbuddeln. Ja, dann ist der September auch ein guter Monat, um Blumenzwiebeln zu stecken. Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, all die beispielsweise können jetzt gepflanzt werden, damit ihr dann nächstes Frühjahr richtig schöne Pflanzen habt. So, dann ist natürlich der September auch ein Erntemonat. Zum Beispiel hier meine Weintrauben, ja, die sind jetzt auch erntereif und können geerntet werden. Aber nicht nur Weintrauben, auch Äpfel, Birnen und Zwetschgen zum Beispiel erreichen jetzt ihren Erntehöhepunkt. So, schmeckt lecker. Aber nicht nur geerntet wird, ihr müsst jetzt auch insbesondere ganz stark hier auf Fallobst achten. Ja, das müsst ihr auch entfernen, denn ihr könnt es hier ganz gut sehen. Ja, das ist hier richtig schön befallen und das wollen wir natürlich nicht an den Pflanzen haben, ja, oder generell im Garten. Deshalb wichtig, das sind Sorgen. Und das kommt auch nicht auf den Kompost oder so, das kommt in die Biotonne. Es wird aber nicht nur geerntet, ihr könnt auch ruhig noch was anbauen. Zum Beispiel Feldsalat, Schnittsalat, Radieschen, was geht noch, Spinat. Das alles könnt ihr jetzt noch problemlos entsprechend ja, anbauen. Einige Sachen werden geerntet, zum Beispiel auch mein Kohlrabi. Die Ernte, die zieht sich aber bis in den Oktober rein. Deshalb muss ich bei solchen Pflanzen auch immer mal schauen, ob sich da nicht die Kohlweißlingsraupe breit gemacht hat. Das gleiche gilt natürlich auch bei Rosenkohl und Grünkohl. Hier muss man das wirklich kontrollieren und gegebenenfalls die Raupen dann
absammeln, weil sonst werden eure Pflanzen zerfressen, bevor ihr ernten könnt. So, bei euren Tomatenpflanzen, da ist es so, da wird jetzt der Haupttrieb gekürzt. Warum macht man das? Sage ich euch gleich. Ich schneide nur mal kurz hier einmal entsprechend ab. So, schwuppsdiwupp, ab ist er. Ja, warum macht man das? Das macht man aus dem Grund, um das Wachstum jetzt einzudämmen und somit die Früchte besser reifen zu lassen. Das ist der Grund. Und ja, jetzt wird es kälter, weniger Sonnenstunden. Die Pflanze hat nicht mehr so viel Power. Und da ist das eine gute Maßnahme. Ja, für alle, die jetzt einen Gartenteich haben, für die ist wichtig, dass jetzt Laub, was nach und nach entstehen wird, runterfallen wird von den Bäumen, dass das aus dem Gartenteich abgefischt wird, damit das nicht zu Grund sinkt und dort dann fault und jede Menge Teichschlamm produziert. Ja, dann könnt ihr es hier sehen, meine Kirschlorbeerhecke, aber auch viele andere Pflanzen, die sind hier außer Form geraten, ja. Die hier natürlich extrem. Jetzt ist es so, wir haben immer noch Brut- und Nistzeit. Ja, das vergessen viele. Im September ist so ein Monat, ach, da wächst alles nicht mehr so stark. Da schneide ich das jetzt mal schön zurück und dann habe ich erstmal lange, lange Ruhe. Das darf man aber nicht, was ihr natürlich das ganze Jahr über machen könnt. Das sind kleinere Formschnitte, ja, schwupps. Aber ihr habt das gesehen, habe ich ja vorhin selbst gemacht bei meiner Rose. Ihr müsst darauf achten, dass da keine Vögel drin nisten, weil selbst dann sind auch diese Formschnitte verboten. Die Vögel nisten jetzt nicht mehr so viel, wie das noch vor ein paar Monaten der Fall war, ja. Aber nichtsdestotrotz müsst ihr darauf achten, sonst ja, verlassen die Vögel das Nest und die Jungtiere sterben und das ist natürlich wirklich dramatisch. Ja, die Brut- und Nistzeit, die geht noch bis Ende September, erst ab Anfang Oktober. Da dürft ihr wieder schneiden. Das ist also ganz, ganz wichtig. Eine andere Sache, die ihr auch nicht machen solltet im September. Das ist hier eure Kübelpflanzen reinstellen. Ja, Zitronenbaum, Feigenkaktus, was man alles so hat. Oleander, Oliven. Die können alle noch ein bisschen draußen stehen bleiben. Denn die brauchen so lange wie möglich das Licht draußen. Im Winter wird es eigentlich sehr, sehr dunkel. Mein Geheimrezept für Kübelpflanzen ist, so lange wie möglich draußen zu lassen und so früh wie möglich wieder rauszustellen. Und ja, ist immer pro Pflanze so ein bisschen unterschiedlich. Aber das darf man auch nicht machen. Sehe ich viele auch schon, dass sie Ende September beigehen und die ganzen Sachen reinräumen. Die sind noch an der Hauswand geschützt. Ey, so schnell passiert da nichts. Aber ja, trotzdem sollte man natürlich die Temperaturen im Auge behalten, wenn es dann später in den Herbst hineingeht. Ja, ich hoffe, das Video war informativ. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Gartenarbeit. Lasst ein Abo da, wenn das nicht tut. Bis zum nächsten Mal.